So, jetzt auch feine Sache. Jetzt dürfte es gehen. Erstmal moin, erstmal zu einer neuen Runde LS. ATS, wo meine ich? Och Mann. Ey, der scheiß perfekte PC geht mir einfach auf den Sack, ey. Kommst Trink dir mal komplett einen Kaffee durcheinander, ey. rein. Ich habe ja noch nicht mal einen Kaffee in der PC haben mit dem frühen Morgen. Auch kein Gruppe im Wer ist der Hintergrund. Luftangreifer? Dann natürlich von unserer Jessie. Der hat das System überholt. Das hat mich heute noch gar nicht gerettet. So, ich bring die Ladung weg und dann kommt hier ein kleiner Köln gejumpt. Ich krieg Kotze zum frühen Morgen, ey. Ey, ist mein erst verpenstes knapp um eine anderthalb Stunde. Ja, da versaut man noch einen Start. Mein PC abnibbelt wie Sau. Ja, gestern hatte ich Pleitenpech und Pannen, heute hast du Pleitenpech und Pannen. Ja, jetzt gestern zum Schluss gab Pleiten, Pech und Pannen. Östlichste Stadt ist Debrecen. Okay, gucken wir mal, dass wir da was hinkriegen. Ja, warte, ich bin noch nicht mal in Köln. Eine Schnellreise nach Köln. Weg aus den Katastrophen, reicht da oben. Echt zum Kotzen. Da kann er hin, ja. Moin. Jo. Moin, Jesse. Da sehe ich schon zwei Punkte. Kreien müssen rumstehen. Ja. So, gucken wir mal Ich da durch. baue irgendwann diese verfickte Handbremse aus der LKW aus. Kannst du mal rausstellen. Ja, ich vergesse die jedes Mal. Ich hau die auch selber manchmal rein und dann vergisst die dann wieder. Nächsten. Debrecen ist die östlichste. Das liegt. Wenn Mister Slowakei auch in die Richtung habe ich. Jetzt nach Lublin in Polen habe ich was, aber da kommt er ja gerade nicht hin. Schnell mal gucken, wie LKW wie kaputt der ist. Macht nix. Lublin, der Kling, Ohren, Breslau. Bin ich zu weit in Polen drin. Ich hätte was nach Posen. Wohin? Nach Posen. Was guckt ihr extern oder Frachtmarkt? Ladungsmarkt. Okay. Extern. Nein, da ist echt nichts hier. Bloß Nachweis nach Prag. Das Östlichste, was ich habe, ist eben halt Lublin. Luxemburg. Und Luxemburg habe ich auch. Ich habe mehrere Sachen nach Luxemburg. Das ist die falsche Richtung. Wir müssen nach rechts oder was? Jetzt mal nach in Osten. Nach Brünn in der Tschechei habe ich auch was. Tschechei, Tschechei. Ich habe jetzt keine Lust, meinen Hänger abzustellen. Ich habe bis was in Brünn, einem Brünn Prag. oder Posen? Wenn ich nach Lublin fahre, komme ich Posen dran vorbei.
Lapland? Ja, ist ziemlich weit in Polen drin. Lublin, ja, da hinten. Ja, da hab ich nichts hier hinter. Der Glenn hat was nach Debrecen. Ah, warte mal, nach Debrecen. Kommen wir da an Dresden vorbei? Also ich komme an Dresden vorbei. Ich auch. Ich muss aber nach Dresden dann rechts runter. Tschechische Republik muss ich rein. Ich fahr dann nach Brünn. Dann würde ich nämlich jetzt erstmal eine Fracht nach Dresden nehmen und in Dresden nochmal gucken, dass ich was nach Debrecen bekomme. Ist auch eine Idee. Ich fahre jetzt fertig Treppen aus Beton nach Dresden. So, dann nehme ich nämlich jetzt noch was nach Prag. Fahren wir ja fast alle dieselbe Richtung erstmal bis Dresden. Ja. Bei mir rauscht gerade der zweite durch. Nee, sogar der dritte, die drei. Extra für dich. Ja, ich fahr ja hinter denen. Da muss ja halt jeder blöden Ampel stehen bleiben. Komm, stehe ich halt, ich krieg auch. Wer die Treppe nach Nee, Dresden. Auftrag annehmen. Nee, da quetsche ich mich jetzt nicht rein. Zack. Wie machst du das, dass du gleich beladen bist? Bisschen Enter nervig. drücken, sobald die Meldung kommt. Drück beim Index. Ich klatsche mir nachher diese blöde Antwort rein. So, wo treffen wir uns denn mal? Kollege ich nicht, du möchtest mal jetzt Meldung wegnehmen, sonst habe ich ihn kaputt. Ich würde sagen. Treffen uns an der. Andreas, ja, und mit Nummer 3 sind wir vergessen. Dankeschön. So, wir treffen uns. Das ist nach der auf der A4 auf dem Schanzkreis.
rechne ich mit ziemlicher Verspätung von einer Stunde zu 11 Minuten. Ich will ja schon lange auf der Piste sein. Schuh, das ist rot. Vordrängler. Also der brettert seine Eiskalt über rot drüber. Das ist klein. Ja, Vordrängler seine Eiskalt über rot brettern. Nee, ich vergesse auch dies. Ja, Andreas sehe ich schon mal. Kannst du Gas geben. Ja, das ist 600 Meter hinter mir. Entweder stehen oder ich will nicht. Genau, jetzt wartet der in der grünen Ampel hier. Jetzt macht er die Straße nicht, dass ich hier nicht mit Spiel vorbeigehen. Freiheit. Vor der Kunde, Runde vorher, Kassraui. Ja, drei, wie er irgendwie mehr zieht. So, gut, okay, da. Moni Fam, danke fürs Abo. So, Andreas ist 50 Meter hinter mir. Frank kommt näher, Glenn kommt näher. Normalerweise eigentlich nicht fahren. Normalerweise.
Leute, sage ich normal. Wenn er mir gerade so die Motorbremse reinhaut, da war der Tempomat mal noch auf 50 gestellt. Ups. Das ist auch gut. Na, gestern war Oma richtig chillig, mal eine Runde alleine durch die Gegend zu eiern. Jetzt weiß ich, warum du das öfters machst. Einfach mal schön ruhig. Lassen euch die Gegend eiern. Mach ich immer gerne einfach Promax. Ja, ich wollte gestern eigentlich meinen Zielpunkt erreichen, was hab ich gestern auch nochmal geschafft. Ja, rechts runter. Jo. Sven, was hast du für einen Fehler? Standard oder Krone? Standard. Ja, ich hab Krone genommen. Mein Krone Standard-Trailer. Mal gucken, vielleicht fährt nächstes Mal ein Arbeitskollege von mir noch mit. Mhm. Also sie sind so im Konvoi, 15 Leute. Oh nö, Telefon war ja nicht mehr. Oh, was sind denn mit den Tempomaten los? Ich hab nur noch 80 gestellt, Mann. Nochmal neu einstellen. Ich merke das wohl, dass ich ein bisschen mehr dran habe, 34 Tonnen. Was fährst du denn mit sich? Hab ich eigentlich vor, aber jedes Mal geht der runter. Ja, 83 fahre ich jetzt. Drück mal auf 80 runter, oder? Oh, da kommt uns wieder einer entgegen. Moin! Komm nicht. Mitte. Muss der tanken? Und der nächste Loot. Die Nummer 5 in unserer Tessie. Dankeschön.
Und hier rechts runter auf die 5. Hinten. Entweder kommt uns einer entgegen oder ist einer hinter uns. Kiff, kiff. Der ist hinter uns. Immer in die Mitte. Hier auch in der Mitte bleiben können. Das war etwas dicht. Ja, habe ich gemerkt. Sieht wie bei Glenn aus, wo ich dir fast reingekachelt wäre.
können gerade nach dem LKW rumziehen mit Speed. Ohne die Bremsen einfach rum. Ist der Trailer doch etwas breit? Ja, muss ein Ding weiter nach links rüberziehen oder was? Jojo. War mal ein Versuch wert. Ja, was jetzt, wenn man mit Klängen knallt? Tankstelle voraus. AdBlue noch voll und dann pinkel ich in den Tank. Dann hält der Sport auch. Ah, meinen nächsten Kaffee hole ich mir erst in Dresden. Jo. Wie viele Kilometer hast du noch? Das sehe ich jetzt nicht, ich habe das große aus. Achso. Dürften aber nicht mehr viele sein. Hier ist schon zum komischen DDR-Masten. Oh, das ist gut. Na, ich habe noch 338 von mir. Was dürften da eigentlich schon fast sein? 40 Erfurt. Na, 267 habe ich noch. Da hole ich mir noch gleich eine Rostbratbürste. Ja, ich nehme auch ein paar Rostbratbürste. Na, ich wollte mich gerade am telefonieren. Klasse. Ey, hau mir bloß ab, ey. Ich bin hier in der Reform. Ob wir warten können. Wir können noch. Auf wen? Auf Glenn. Wieso, was hat denn der? Weiß ich nicht. Also bei denen hat es auf jeden Fall erst Leck wie Schwein. Deswegen bin ich mit Speed vorbeigezogen. Aber der auf einmal stehen geblieben ist, ich hab das nicht mitgekriegt. Da wär ich schon fast in die Ladung reingekachelt. Also mit Tempo 80. Ich würde sagen, nächsten Rastplatz warten wir mal. Ja. Andreas braucht bestimmt Werkstatt, wa? Nö, nö, alles gut, so schlimm ist das. Okay, sonst hätte ich gesagt, fahren wir Erfurt mal rein. Nö, nö, bis Dresden kann ich noch nicht. Wir warten auf den nächsten Rastplatz mal auf den Glenn. Genau. No. Schade, dass es halt gestern immer geklappt hat, mit noch einer Tour fahren. Bei mir im Glenn. Aber wenn es länger blöde macht, hätte ich halt nichts dafür. Hm. Wenn nochmal rein und rausstecken, hätte ich keinen Bock gehabt, weil dann wäre mein Spiel komplett abgekackt. Natürlich ist mir gestern passiert ist. Ich habe die Einstellung mal ein bisschen runtergenommen. Update habe ich jetzt noch keins gefunden. Die Vibration vom Lenker war zu stark. Ich muss doch bald mal wieder an den Rastplatz kommen. Ne. Das dauert noch. Oh, eine ganze Ecke. Da muss er dann aber ganz schön Gas geben. Da ist doch einer hinter uns, ist das nicht Glenn? Ja. Da ist Olli schon. Ist ja schon wieder dran. Okay, passt dann. Da hinten, man sollte das Funkgerät nutzen, ne? Auf Kanal 19. Ging's jetzt? Ja. Gut, hab ich nicht verstellt. Ja, das will ich nicht. Wie schnell fahrt denn ihr davon, ne? Ich bin auf 80 gelockt. Berg 8 rutscht der jetzt mit 86. Da muss man das Mikro ein bisschen lauter stellen dann.
geht mit dem Mikro lauter stellen. Also hier das Funkgerät. Hast du mir schon mal erklärt gehabt? Wir haben mal das hingekriegt. Hat. Dresden, Prag. Ah, sind wir doch richtig. Dresden Ausfahrt fällt aus wegen Bodennebel. Und wegen Disney. Ich fahre mit meinen Treppen noch keinen Umweg. Mein Haus soll fertig werden. Ich weiß. Zu welchem Punkt kommen wir dann als nächstes? Welche Stadt kommt denn vorher? Andreas fährt nach Brünn. Glenn, du hast einen höheren Ping. Ich hab 380. Ich fahr nach Prag. Nur mit Tschechei. Wie viele Kilometer hast du? Oder? 197. Das ist sowieso jetzt nach Prag. Genau. In die Tschechische Republik. Ich erstmal meine Räder hier alle festschrauben. Natürlich kann alles festkleben. Der Kleine, deswegen nie so dicht auffahren. Falls mir noch stimmen wird, dass du mir hinten reinkachelst, so wie ich dir fast. Vorbeziehen könnte. Na, hier ist mein erster Rastplatz. Nur jetzt brauchen wir den auch nicht mehr. Kurz vor meiner Abfahrt ist hier. Alles gut. Na, 100 Meter bei welchem Tempo? Ich bin ja mal gespannt, was der Fahrer nachher noch quatschen will. bestimmt wegen der Rekorde. Müsste mindestens noch 25 Meter Abstand haben. Weil bei mir ist es gut, ich kann schneller rumziehen, ich habe mit Lenkrad. Ich kann dann dicken schneller reagieren als mit Tastatur. Und der nächste Dude. Das ist mit Controller, also ja. So halt immer ein bisschen schwierig zu lenken, schlagartig. Das geht. Aber wenn man damit gut umgehen kann, dann geht's wirklich. Ich fahre ja auch mit Controller. Ah, ich kann nur mit Lenkrad fahren. Wenn das Tempomat einmal drin ist, brauche ich nur einen Knüppel zum Lenken. Abfahrt jetzt meine. Jawohl. Den Frankfurt-Eck soll mal links abfahren. Okay, mache ich. Ich habe bloß eine Rechts-Links-Schwäche, ne? Wenn du sagst links, muss ich rechts abbiegen. Genau. Wenn ich sag rechts, musst du links abbiegen. Jawohl.
Ja, Blenkisch ja in der Werkstatt. So, nächste gleich wieder rechts. Jawohl. Ah ja, links. Bei dir. Jo. Nicht durch die Botanik. Wollen wir ein bisschen Gras mitnehmen? Beladen, ne? 34 Tonnen. Ja, das sehe ich an den letzten zwei Achsen hinten am Trailer. Die heben gerne mal in der Kurve das Beinchen. Okay. Und wenn man ein bisschen langsam oder? Ja, vor den Umfeld. Wohl das habe ich noch nicht gehabt. Ich schon. Und der nächste Hund. Wo ich mit einer 10 in der Kurve reingehämmert bin. Die Nummer 7 von unserer Technik, dankeschön. Oh. Herzlich willkommen in Dresden. Ich gehe mal unseren alten Bürgermeister im Landtag besuchen. Jo. Hier vorne gleich mal rein zu den Werkstatt. Oh Mann, roter Ampel. Nee, Fernseher, du gehst nicht in 5 Minuten aus. War da alles die Werkstatt? Oh ja. Ja, hupen die hinter mir. Wie es halt grün ist. Vergangen wir rot. Das war teuer. Busse-Parkplatz. Oh, du brauchst nach der Lüdeburg. Doch, wir sind ja gleich schon in Prag. Ja. Glenn has been kicked. Wunderschön ist wieder gepickt. So, dann gucken wir mal. Auftragsangebot. Okay. Den sind wollte ich ein. Dresden aus.
Warte, was, Sven? Depression habe ich mal wieder nicht. Und nach Prag, ja. Auch nicht. Geht alles nach Polen und... Wieder da. Slowakei. Slowakei habe ich was. Nach Bystrica. Server vorbei, wieder Stück hoch. Ja, nach Debrecen muss ich mir auch noch hin, das Ding haben wir in Ungarn noch gar nicht freigefahren. Mir fehlt hier hinten auch noch einiges. Ja, das Einzige, was ich in der Richtung runter habe. Oh, ich fahre die Sprotten noch bis Tritzer. Was gab es denn? Irgendwann muss ich ja mal in Debrecen ankommen. Ah, wegen Licht wurde er gekickt. Man hat ja wohl Licht an, ne? So. Oh, die steht da sogar schon gleich hier, die Ladung, ne? Gehen nur noch annehmen. Ging es gut. Das ist gut. Oh. Nehmen wir eben die Ladung an, dann mache ich mir noch ein Käppchen und ein Käffchen und geht's weiter. Und der mich dann auch über Prag führt. Steht das Ding? Machst du Ladung? Geht los? Moment, eben noch schnell eine Kurbel. Was, du willst hier eine Kurbel? Alter, was hast du dir für eine Strecke ausgesucht, Glenn? Du bist da irre.
So, jetzt müssen wir erstmal nach Prag. Genau. Mit da durch. Drin komme ich durch, Prag möchte ich, drin komme ich durch, ja. Passt. Ja, ist rote Ampel. Jetzt grün. Was mit Tempo 50? Was bei Andreas hinten drauf? Ich gebe euch ein Gas. Ja, 94 doch nicht, kann nicht mehr. 150 PS reichen da nicht. Ah, nimmst du beim nächsten Mal eine 200 PS Maschine. Vielleicht reicht das. Die reicht, klar, ja. Auf Welle. Glenn ist auch hinter mir. Das ist gut. Wir wollen eine Tankstelle. Ne, noch genug Blut drin. Ich kann noch knapp 1000. Das ist gut. Müsste die Tankstelle vor der Grenze sein, oder? Ja. Jo. Vorgelöbt 80. Streifen der Baustelle. Also nach dem Tunnel. 5x75, damit er mal ein bisschen reinkommt.
Nö. Okay, ich bin reich, bleib zum Pause machen. Und der nächste Gebiet. Die Nummer 10 unserer Jessie, danke schön. Ach, wir müssen gleich links. Oh, wie bei der Kreise. Das sieht mal die dritte aus. Reingerast. Wieso? Ist hier einer geradeaus weitergefahren? Nee, ich bin links. Also raus. Hier ist zwar eine Tankstelle. Ah, blöde Rundampel. Verfluchte, dreckige Ampel. Natürlich gleich weiter geradeaus. Ja, ich warte hier irgendwo als Ausgang. Jo. Wo geht die nächste Tour dann hin? Worin? Worin? Ja, das ist ja nur ein kurzer Sprung. Ey, hast du das auf Deutsch oder auf Panisch stehen? Nix.
Auf welcher Bahn seid ihr jetzt? Ist das hier die 1? Wird das Richtung Brno, Wien? Dann Wird wird auch einfach wieder weiter rausgefahren. an der Seite gefahren. Richtung Brünn. Ja, da habe ich gerade nichts hin. Ja, dann musst du da nach Banská Bystrica. Das war zu eng, die Kurve. Ja, wenn du was auf Debrecen hast, kannst du ja was auf Debrecen hin. Da will ich nämlich heute noch hin. Danach auf euch. Weil ich keinen Bock habe zu bremsen. Schon klar. Können noch knapp 1,5 oder so. Mach 1,4. So, 2 Stunden voll. So, wie lange machst du jetzt, Sven? Gucken, vielleicht muss ich in Debrecen bin. Weil ich die Tour wegbringe, ne? Also ich bin gleich im Grunde raus. Ui. Naja, das geht hier bergauf. Quält er sich ein bisschen. Sven, alles okay? Jo. Ich habe gerade aktuelles Ladungsgewicht. Null Tonnen.
Ich hab 17. Ja, ich hab keine Frage gefunden, deswegen frage ich Lame halt. Ups, da. Voll in die Eisen. Aber ich stand wunderbar. Zum Parken. Bin ich gut. Die Nummer 12 von unserer Jesse. Dankeschön. Ist jemand auf Toilette? Hier ist ein Rastplatz. Nö. Doch, aber das bringt nichts, wenn wir da rausfahren. Kannst du da nicht mal tanken? Flugzeug auf der Straße. Umstehen. Nö, da stand ein paar Feuerwehrmänner dazwischen. Wir haben schon Kaffee drin. Hast du überhaupt diese blöden Leitpfosten, die ich zu spät gesehen habe? Jetzt sehe ich bloß ein paar Feuerwehrmänner und ein Flugzeug, was mit auf der Straße liegt. Ich habe nichts gesehen. Mit 5% Schaden. Ich bin schön über die Kegel drüber gehopst. Die Pannen habe ich auf 0 gedreht. Ich hab's lieber auf hoch. Hoch oder Mitte, ich schätze nicht genau. Wenn danach noch eine Runde Airway. Immer. Obwohl mich immer wieder so schöne LS-Karte reizen will, Typ. Ja, müssen mal gucken, ob man eine anständige hat. Ist da die wieder ein Update draußen, dass man endlich vernünftig raustappen kann? Ja, ständig ab, wenn ich raustappe. Wie Schnee. Deswegen spiele ich das Ding schon gar nicht mehr. Auf der Karte ist es ziemlich schwer, Geld zu verdienen. Nee, oder? Jo, doch. Nur 5 Verkaufsstellen und es gibt keine Mission. Das finde ich rot. Irgendwo in Thüringen 2. Die Farbe draufziehen oder was? Nee. Jetzt zieht hier die Schwarzingen oder wie die heißt drauf. Na klar. Die McManus Stream, ne? Wo er sein Projekt so drauf hat. Wie gesagt, auf mich braucht ihr nicht mehr warten. Ich bleib los.
Wohin soll die Tour gehen, Trent? Nach? Die Britsche. Die Britsche. Warten. Was ist denn reingegalt? Die Britsche. Muss ich mal gucken. Ja, ist noch alles heile. Wie ist das? Hast du auf Deutsch oder auf Polnisch oder Englisch? Die Britzen. Mal gucken, wollt ihr im Stream nach der Boss-Samples mal Cut aufmachen? Ich muss jetzt erstmal hier nach Banska bis Tritza hoch. Dann ankommen will ich. Na, dann irgendwie nachher in dem Nest hier, Debrecen. Achso, da. Guck ich mal, ob ich da eine Fracht hinab. Also Glenn, wenn ich bei mir jetzt hier Schulterblicke Blick mache, ne, dann gucke ich hinten bei mir auf den Kalender an der Wand. So. Aber wenn ich in diesem komischen Netz mit B bin, werde ich den Stream mal beenden und die Tour nach Debrecen dann ohne Stream fahren. Ich fahre damit. Ab nix. Du fährst leer mit? Jo. Aber nix. Ja. Weil der Glenn wollte dann noch ein bisschen im TS mit uns quatschen. Ja. Dann gebe ich jetzt die Glenn, echt hier raus, ne? Weil wir zu fahren. Die fahrt jetzt noch im Stream ab und danach machen wir den Schicht. Genau. Fahren mit dem Glenn noch so ein bisschen. Durch die Kante. Weil er muss ja eine Fracht ja auch noch abgeben. Ja. Ja, ich lasse ihn aber dann an. Stimmt, wenn ich auch mal, dann kann er ja immer reden mit uns. Jo. Ja. 194 Kilometer habe ich noch. Zu schnell. Glocken. Tankstelle? Nee, noch nicht. So, wir verlassen Tschechien und fahren in die Slowakei. Sven, darf ich mal kurz neben die fahren? Da glaube ich dir mal kurz den Sprit, ne? Ja. 70 nur. Da habe ich mir echt eine Scheißstrecke ausgesucht. Aber sicher. Naja.
So, ich mach mich weg bis zum Tage. Jo, bis die Tage. den Sonntag noch. Gleichfalls, ciao. Und mit Nummer 13, Dankeschön. Langsam kriege ich Hunger. Schon wieder ein Leitfest mitnehmen. Jetzt erschrote ich hier, wenn ich keine Fracht drauf habe, mein LKW, das ist so witzig. Aber ich frage doch, bleibt der LKW heile, habe ich keine drauf, das schrote ich den LKW. Wieso sind denn nur 70 erlaubt? Hier gleich links ab. Richtung Bratislava. Und 80. Gott sei Dank. Sind zwar 90 erlaubt, aber bei den Kurven hier. Ach, da hätte ich mit 100 rum. 50. Und wir biegen links ab. Um dann gleich nach rechts abzubiegen. Hier in der Ecke weiß, war ich noch gar nicht. Also, dann schwimmt hier hin und her wie so ein Kaninchen. Der Schiff war ich zwar schon, aber hier liegen. Ich zieh mal kurz vorbei. Der Seite noch nicht. Alter, der habt ihr wie so ein Kaninchen hin und her. Vorbeigezogen. Und es hat schon wieder hinten drin gesessen. Also fast. So, endlich wieder auf 80 hoch.
Okay, ich gehe auf 90. Okay. 90 Lauf, fahren wir 90. Ja. Der Circle Server, The Rockstar Server ist E1. Sven, du hast ja gerade gesagt 90, ne? In die 110, oder? Mhm. Oh. Bin ich gerade mit 110 hinterhergeschossen. Ja, mittlerweile haben wir schon wieder 80. Ich lass mich ausrollen. Und wieder 90, will mich das Ding jetzt verarschen. Ja. Oh, ein deutscher Traktor. Jetzt gehe ich aber nicht auf 90 hoch, weil wir hier gleich wieder rechts runter müssen. Jo. Links. Und der nächste Loot, danke. Wenn der Lügen gestern war, auch geil. Der kam ausgerechnet in den Zeitraum, wo ich in der Kirche Gaffi war. Aber ich habe mir dann extra noch vorgelesen. Ich habe nochmal nachgeguckt, ob irgendwelche Lügen zwischendrin da sind. Wir haben Stein nicht sehen. Weil da warst du ja nicht mal bei mir im Chat drin, da warst du ja schon live. Genau. Deswegen hatte ich ja dann gestern bei dir noch reingeschrieben. Okay, hoch auf 90. Okay. Ah, ich bin einer Echo. Einer? Wollte ich auch schon. Ich kann ein bisschen Scheiß spielen, ey. Alles klar. Nächste Tankstelle ist wieder Rest angesagt. Ich brauche wieder Kaffee. Jo. Mal in das Spiel noch reingeguckt, Jessica. Oh, also, wie man das bespielen kann, ey. Nee. Ich hab's ja auch mal kurz angeguckt. Ja, unvorstellbar, wie man das bespielen kann. Jawohl. Kommt in 200 Meter, kommt eine Tanke. Ja. Manche mögen solche Spiele, andere wiederum nicht. Spiel ein bisschen happig, würde ich mal sagen. Dann kann ich hier gerne noch ein bisschen Sprit rein. So, Kaffee und Kippchen, dann geht's weiter. Kanne leer. Ja, dann tanken wir auf. Ich kann noch 1200 Kilometer. Oh, ich sehe es gerade schlecht. Oder? Jo.
2 Kilometer muss ich van. Alter, 900 Euro geht doch noch. Das mein. Sehe ich jetzt gerade nicht. Also. Und mir wird angezeigt, wenn ich soll Motor ausmachen, um schlafen zu können. Ja, musst du schlafen? Nö. Aber ich stehe gerade auf dem Parkplatz, deswegen. Also. Wird mir das angezeigt. Jo. Da kann ich dir gleich sagen, wenn ich weiterfahre. Na. No. 96. 96 Kilometer geht doch. Ich gebe wieder Gas. Ach ne, tun wir ein bisschen grünen Streifen mähen. Aber laut Beschreibung soll die Thüringen-Karte eine 4-fach sein. Geht da gar nicht. So, geht. So. Die Felder sind noch schön groß. Ja. Ich will mal gucken, ich will vielleicht immer ein paar Let's Plays machen. Gucken. Schön unförmig. Ich guck gerade nach einer passenden Karte für 11.19, um ein paar Let's Plays zu machen, mal gucken. Also, irgendwo in Thüringen 2 ohne Mission ist da ziemlich schwer Geld zu machen. Ja, ich würde dann nur schon eine schöne Mission machen. Das haben sie ja nicht umsonst so schön geändert. Oh, ich habe wieder was gekriegt für freie Fahrt. Eben konnte ich, du hast es. Immer jetzt hin und her geschaltet. Deswegen fahre ich gerade ohne Tempomat. Einmal auf die linke Spur. Jawohl. Moin. So, hier vorne geht's dann rechts ab. Jawohl. Erster Aufenthalt in Banská Bystrica. Und hier musst du die Fahrt drauf abgeben, ne? Ja.
ich sagen, dann Treffpunkte an der Werkstatt, ne? Jo. Und dann muss ich mir dann oh Scheiße, wo ich voll fuck drauf. Passiert. Ich bin noch bei Gelb rüber gerauscht. Ja, ich kann immer bremsen. Ich bin auf der Kreuzung gestanden. Link Nummer 16 von unserer Tessi, dankeschön. So, einmal einen Hotelparkplatz hier holen. Und dann ab in die Werkstatt. Kör reparieren. Wenn dann auch da ist, dann mache ich dann auch erstmal für heute Schicht im Schacht. Mit dem Stream. Und dann vielleicht halt auch nochmal eine Runde mal gucken. Gucken wir doch gleich mal, was wir hier gemacht haben. Clan, kannst du auch gerade parken? Du stehst ein bisschen schräg. Rosen. Also ich hab da keine Fracht hin. Machen wir das anders. Fahren wir jetzt zur Werkstatt. Ich kann ein bisschen näher an meinen Rand fahren. Der Trailer ist wieder schräg. Noch und das Fenster lang gerauscht. Ja, das sieht schon besser aus.
So. Also, da will ich mich mal verabschieden mit diesem schönen Bild von zwei M1Ns und einem Volvo. Wenn ihr gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen, ein Abo, wenn ihr wollt. Genau dasselbe halt beim Sven, MGL. Könnt ihr genauso ein Abo da lassen und ein Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Ja, und ich sage dann auch mal für heute ciao, ciao und auf Wiedersehen und nochmal danke für Loop Nummer 17 und unsere Jessie. Ja, Ja. mal gucken. Entweder heute Abend nochmal eine Runde Multiplayer oder eine Runde Singleplayer auf der ProMods. Muss hier mal wieder weitermachen. Also bis dahin, ciao, ciao. Ciao, ciao, bis später.